Hallihallo, Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von Attack of the B-Team. Jo, und ich bin jetzt mal hier am Schauen, was für eine Waffe wir uns bauen. Gehen wir mal da runter. Hier. Den Rapier könnten wir uns bauen. Ich glaube, der durchdringt Rüstung, aber wir haben hier nicht so viel mit Rüstung. Cleaver könnte ich auch bauen, der braucht aber sehr, sehr viel an Materialien. Ich werde mich hier jetzt einfach mal kurz in diese wunderschöne Truhe entleeren. Ich weiß, es klang jetzt gerade irgendwie falsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, Gasträne haben wir auch noch. Dann würde ich nämlich mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg und erkunden mal die Gegend, ob wir hier irgendwo ein wunderschönes kleines Dörfchen finden. So, die Truhe ist jetzt auch hier voll. Ich muss auch mal Ausschau nach einem Farbbiom oder wie das heißt halten. Weil ich könnte hier dann doch leichte Probleme bekommen mit den Truhen. Das heißt, mit dem Fabium könnte ich mir dann ein wunderschönes System bauen. Ein schönes Lagersystem. Und ich würde sagen, wir gehen mal in diese Richtung hier. Und schauen mal, ob da irgendwo ein Dorf ist. Denn in den Dörfern ist dann teilweise doch so ein richtig schönes, ja, wie soll ich sagen, eine richtig schöne Form für einen Handguard, also für einen Handgriff, den ich bräuchte für, ja, den, was ich auch bei Monster habe momentan. So, dafür müssten wir aber zuerst mal ein Dorf finden. Oh, da ist noch so ein kleiner... Axt habe ich jetzt keine dabei. Ich weiß gar nicht, ob man die hier mit der Axt abbauen sollte oder mit der Schaufel. Schauen wir einfach mal. Da geht es hier... Na, es geht genauso schnell. Dann nützt hier das Haste auch. Nein. Kann ich sie auch einfach mit der Hand abbauen. Ich glaube, mit der Axt wird es schneller gehen. Ich glaube, die große Axt von Tinker's Construct, die nimmt hier auch mehr mit weg. Also dieses 9 auf 9 Feld. Und hier ist der Spawner. Was bist du denn für einer? Zombie-Spawner. Fackeln habe ich jetzt natürlich keine dabei. Glückwunsch. Eieiei, wieso vergesse ich die immer? Ich nehme immer alles mit, außer Fackeln. Schaut hier aber auch recht schön aus. Ja, muss ich gestehen. Schaut schön aus. Das dunkle Biom da oben würde ich mir auch gerne mal anschauen hier. Ja, es ist doch auch recht schön. Da oben haben wir eine kleine Slime-Insel. Genau da oben. Ist doch nicht hässlich. Und natürlich mit dem Creeper. Muss sein, der gehört mit zum Inventar. Das hier schaut auch ziemlich schön aus. Was bist denn du für ein Biom? Hä? Was bist denn du für ein Biom? Du bist ein Tropics-Biom. Das ist schön. Ah. Ich muss gestehen, ich mag diese großen Bäume hier. Oh, ich finde die richtig schön. Der Baum hier ist auch ziemlich geil. Oakwood. Ja. Hier mal mit der großen Axt durchgegangen. Einfach so mal zwei, drei Bäumchen weg. Und dann ist man eigentlich so ziemlich versorgt mit Holz. Aber ich sehe hier immer noch kein Dorf. Zwei Slime-Inseln nebeneinander. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, in welchen Biomen hier Dörfer überhaupt spawnen können. Den hier nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit.
Jo. Eigentlich muss man sich da überhaupt nichts zu essen anpflanzen, wenn man hier einfach diese kleinen Figürchen hier ab, ja, reißt sozusagen. Die geben einem dann doch wieder extrem viel Weed, also... Jo, ich weiß gar nicht. Heu, Stroh, irgendwas, mit dem man irgendwas machen kann. Ja, wisst ihr, was ich meine? Oh, das schaut auch gut aus, dieses Lila. Oh, was bist denn du für ein Biom? Bist du ein Lila-Biom? Lavender Fields. Oh. Das schaut echt richtig gut aus. Hier sind Hexen. Kann ich hier mal kurz reinschauen, was du hast? Einfach mal mitgenommen. Tschüss. Oh Mann. Also biomtechnisch schaut es hier wirklich, wirklich richtig gut aus. Das muss ich echt gestehen. Hier hinten mit den Bergen, da vorne mit den größeren Bäumen und alles. Das ist schön. Habt ihr es gerade gesehen? Die vier Schafe in einer Reihe. Jo. Oh, Schneebiom. Ich glaube, im normalen Minecraft können hier in diesem Schneebiom auch... Oder nee, das ist doch kein normales. Frost Forest. Doch, eigentlich schon, oder? Frost Forest war doch ein ganz normales Minecraft-Biom. So dachte ich jetzt. Hier schauen wir mal rein, was du Schönes hast. Covenwitch. Nix. Glückwunsch. Das hat mir jetzt viel gebracht. Was haben wir hier für ein Biom? Sludge Pit. Okay. Schaut jetzt nicht gerade so schön aus. Das Wasser ist wahrscheinlich auch giftig. Wo fliege ich denn jetzt hier momentan eigentlich rum? Das so sinnvoll ist, hier jetzt komplett sinnlos durch die Gegend zu fliegen, bleibt mal dahingestellt. Ich hoffe einfach nur, dass ich hier irgendwo ein schönes Dörfchen finde. Da unten sind wieder ein paar Skelette. Da unten ist noch eins. Bitte nicht abschießen. Das wäre schön. Oh, Pferde. Na, die Sättel hätten wir ja dafür. Ich weiß gar nicht, gibt's hier eigentlich in dem Modpack fliegende Pferde? Wenn, dann wäre das richtig geil. Ne Bliss. Ich hab dich gesehen, Bliss. Komm zurück. Mann, da vorne ist eine. Dich klaue ich mir. Schneeball. Was? Wieso kann ich nicht fliegen? Bliss können doch fliegen. Mann, nein. Ah, gut. Hilfe. Wieso konnte ich als Bliss nicht fliegen? Die können doch auch fliegen. Also dachte ich jetzt immer. Schauen wir mal nach, was die als Attribute haben. Nichts. Glückwunsch. Das ist auch schön. Tschüss. Ich hab dich gerettet, Creeper. Und weiter geht's in der nächsten Folge, habe ich ganz vergessen, auf die Uhrzeit zu achten. Und bis dahin, ciao.